Es gibt eben keine Stasi, die darauf aufpasst, was sie abends am Abendbrottisch erzählen, sondern es sind andere Mechanismen. Das ist vor allem sozialer Gruppendruck. Das sind Leitmedien, die bestimmte Argumentationsmuster festigen und andere ausgrenzen. Das ist schon eine beunruhigende Tendenz, dass die Bürger aufgefordert werden, da telefonisch oder im Internet Meldung zu erstatten, anonym. Herzlich willkommen zu Schuler fragen, was ist. Mein heutiger Gast kennt die geheimen Archive der Stasi wie kein zweiter. Er war langjähriger Leiter der Gedenkstätte im Stasi-Knast von Hohenschönhausen hier in Berlin. Und er hat das Standardwerk geschrieben über den Volksaufstand am 17. Juni. Herzlich willkommen, Hubertus Knabe. Hallo, lieber Herr Schuler. Sie haben die Stasi-Archive in verschiedenster Weise durchforstet. Haben Sie dabei auch die Seele des Ostdeutschen kennengelernt? Also erstmal will ich sagen, es ist keine Freude, Stasi-Akten zu lesen. Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren und es gibt wirklich schönere Literatur. Ich war kürzlich mal wieder im Archiv auf den Spuren von Herrn Putin und da fiel mir besonders abstoßend ins Auge die Berichte der Nachbarn. Wenn also die Stasi ermittelte, dann klingelte sie bei den einzelnen Nachbarn und fragte, wie ist die finanzielle Lage des Betreffenden? Wie geht er mit seinen Kindern um? Trinkt der? Wie ist das Verhältnis zur Frau? Und da habe ich mir vorgestellt, wenn das einer bei mir machen würde, das ist doch furchtbar. Die Auskünfte haben die damals bekommen, oder? Ja, die haben dann meistens eine Legende benutzt, zum Beispiel, dass eine Person Abgeordneter werden soll in der DDR oder für einen Orden vorgeschlagen werden soll. Und dann haben die Leute erzählt. Vielleicht kommen wir dazu noch später, aber man merkt eigentlich schon, dass der Inhalt der Stasi-Akten natürlich nur begrenzt repräsentativ ist für das Leben in der DDR und für die Seele der Ostdeutschen. Und also als Quelle ist es doch offensichtlich eine sehr spezielle Dokumentation, die man da vorfindet. Es ist eine spezielle Quelle, es sind verschiedene Quellen natürlich. Man hat die praktisch amtlichen Dokumente der Offiziere, man hat die Berichte der Informanten, man hat Dinge, die sie auf andere Weise erfahren haben, aus Zeitungen zum Beispiel über die Bundesrepublik und die Politiker dort. Aber es ist schon ein wichtiger Spiegel, möchte ich mal sagen, der nicht alles erfasst, aber doch sehr viel. Und ich denke mir manchmal, so schlimm das alles war für die Menschen, die da Gegenstand der Berichterstattung war, das ging mir jetzt vor allem beim 17. Juni durch den Kopf, für Historiker ist das eine Goldgrube. Alles ist aufgeschrieben worden. In jedem kleinen Kaff, wo irgendeiner ein Transparent in die Höhe hob, alles ist festgehalten worden. Das gibt es über kein anderes Regime dieser Erde. Das war möglicherweise nicht das erste Ziel von Mielke und seinen Mannen, aber wir kommen vielleicht später nochmal dazu. Der aktuelle Anlass ist das Neuerscheinen Ihres Buches zum 17. Juni. Ein deutscher Aufstand. Was hat uns dieser Aufstand eigentlich heute noch zu sagen? Er jährt sich ja jetzt zum 70. Mal. Darf ich das mal sehen? Das ist nämlich gerade frisch aus der Druckerei gekommen. Ich habe das noch gar nicht in Augenschein genommen, wie das so aussieht. Ja, macht sich gut, fühlt sich gut an. Viele Gedanken drin. Ja, ist ja 70 Jahre her. Und was vielleicht so eine der wichtigen Erkenntnisse ist, dass hier dieses Bild, was auf dem Cover ist, doch ein bisschen einen falschen Eindruck vermittelt. Das ist ja das berühmteste Bild über den Aufstand. Zwei junge Männer werfen da Pflastersteine gegen einen Panzer und haben im Grunde keine Chance. Mhm. Das ist von der Westseite des Potsdamer Platzes aufgenommen worden. Der Fotograf stand schon im Westen und diese Botschaft, diese Bildbotschaft David gegen Goliath, die hat sich doch sehr eingeprägt in die Erinnerung. In Wirklichkeit war es ziemlich anders. Die Menschen, die da auf die Straße gingen, waren unglaublich stark. Es waren unheimlich viele. Sie haben in vielen Orten der DDR die Macht faktisch erobert gehabt. Die Stasi hat sich versteckt. Die Dienststellen wurden gestürmt, die Akten auf die Straße geworfen. Die SED-Leute haben sich in der Besenkammer versteckt. Und wenn die Sowjets nicht eingegriffen hätten, wäre das damals schon zu Ende gewesen.
Mit anderen Worten, das Foto ist eigentlich eine falsche Ikone. So machtlos waren die Leute im Osten gar nicht. So würde ich das auch sagen, ja. Es war eine sehr machtvolle, sehr ungestüme Erhebung, die innerhalb von Stunden eben eine Dynamik entfaltete, wo andere Revolutionen Monate für brauchen. Und das ist eigentlich das Besondere daran. Und es ist eben ein Aufstand gewesen, der ganz glasklar demokratisch war. Freie Wahlen, neue Regierung. Das Ende des Grenzregimes, die Grenze war ja schon abgesperrt zwischen Ost- und Westdeutschland. Also eigentlich das, was dann erst 89 wieder auf die Tagesordnung kam. Wie schnell merkte denn das Besatzungsregime, dass da was anbrennt? Ja, das ist wirklich interessant. Die haben das alle verschlafen. Am Abend noch, des 16. Juni, haben die gedacht, wir stellen ein paar Polizisten vor das Haus der Ministerien, also vor den Sitz der DDR-Regierung, und das reicht. Und dann in der Nacht dämmerte es ihnen langsam, dass da doch vielleicht sich mehr zusammenbrauen könnte. Dann haben sie da in Berlin die Gebäude ein bisschen besser gesichert und dann haben sie an die Bezirksstellen der Stasi eine Nachricht geschickt, es könnten Westberliner Provokateure in den Betrieben auftauchen. Da ist natürlich kein Mensch aus Westberlin aufgetaucht. Stattdessen sind die Arbeiter da morgens, wenn die Schicht anfing, um 6 da zusammengestanden. Dann hast du schon gehört, da in Berlin, die haben zum Streik aufgerufen, da machen wir mit. Und plötzlich waren da also in den Betrieben große Gruppen, die zusammenstanden. Dann sind sie auf den Hof gegangen, weil der Raum nicht mehr reichte. Und dann wurde da eine Versammlung durchgeführt. Dann wurden oft Streikkomitees gewählt, die besonders gut sprechen konnten. Die haben sich dann natürlich auch zu Wort gemeldet. Ja, du wirst jetzt hier der Streiksprecher. Und dann haben die gesagt, jetzt ziehen wir in die Innenstadt. Und dann sind da riesige Kolonnen in Halle, in Bitterfeld, in Görlitz in die Stadt marschiert. Sehr diszipliniert, anfangs jedenfalls, haben dann eben diese Forderungen dort erhoben. Zum Teil in den DDR-Orten gab es so ein Propagandabeschallungssystem, würde ich das mal nennen, also Lautsprecher, über die ständig irgendwas durchgesagt werden konnte. Da haben die sich dann diese Lautsprecheranlagen unter den Nagel gerissen und dann wurde zum Beispiel, ich glaube in Bitterfeld war das durchgesagt, nachdem man die Stasi-Dienststelle gestürmt hatte, wer alles Informant der Stasi ist in der Stadt. Also es ging da ziemlich deftig zu. Der Hintergrund der Aufstände waren massive Normerhöhungen für die Arbeiter, wenn ich es richtig weiß. Und gleichzeitig wurden aber auch die zugeteilten Lebensmittelraten in vielen Bereichen des Landes gekürzt für bestimmte Personenkreise. Was natürlich alles besonders kurios ist, wenn man vorher sich als Land der Arbeiter und Bauern ausruft und wo eigentlich die Arbeiter ja die herrschende Klasse sein sollten. Ja, Auslöser war tatsächlich diese Normerhöhung. Am 10. Juni stellten die Bauarbeiter an der Stalinallee fest, dass sie plötzlich 10% weniger Geld bekamen. Und dann haben sie sich da in ihrer Baracke getroffen und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann wurde mit dem Gewerkschaftsvorsitzenden da geredet, da müssen wir gegen protestieren. Dann wurde ein Brief aufgesetzt an den Ministerpräsidenten, dass das zurückgehoben werden sollte. Und als der nicht antwortete, ist man dann am Vortag des Aufstandes dorthin marschiert und wollte sich quasi eine Antwort holen. Aber natürlich ist das nicht die Erklärung für diese Wucht des Aufstandes, sondern da hatte sich so viel angestaut, so viel Zorn, so viele Menschen, die im Gefängnis saßen wegen Nichtigkeiten. Ein Fall, der ging mir immer da nicht aus dem Kopf. Da hatte ein Bauer Federn von einer Gans nach West-Berlin gebracht, die dort verkauft und ist dafür Stiefel gekauft, damit er auf dem Feld arbeiten kann. Und das galt als, wie es dann im Urteil hieß, er hätte den amerikanischen Klassenfeinden da zu einem komfortablen Bett verholfen und den Dritten Weltkrieg damit die Gefahr heraufbeschworen, dass es zum Dritten Weltkrieg kommt und den Sozialismus geschädigt. Und er bekam dann, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Jahre Zuchthaus als Strafe wegen solcher
Nichtigkeiten saßen eben sehr viele Menschen im Gefängnis damals. Deswegen wurden ja auch so viele Gefängnisse gestürmt am 17. Juni. Sind ja über 1400 Häftlinge befreit worden. Aber ist es nicht ein besonderer Treppenwitz der Geschichte, dass die Sowjets überall im Osten solche Aufstände wirklich blutig niedergeschlagen haben? In Ost-Berlin, in Budapest, in Prag. Und heute in Ostdeutschland besonders viele Fans von Putin sitzen. Aus der Geschichte gar nichts gelernt? Ja, das frage ich mich natürlich auch öfters. Wenn man sich's leicht macht, würde man sagen, das ist das Stockholm-Syndrom. Man hat das halt verinnerlicht, da Knecht von Russland oder der Sowjetunion zu sein. Und wenn man die Akten liest, was bei der Stasi alles aufgelaufen ist an Beschwerden über Vorkommnisse mit sowjetischen Soldaten, jeden Tag Vergewaltigungen, Raubüberfälle, Einbrüche. Die Datschen wurden regelmäßig, also die Wochenendhäuser, quasi nachts besucht, in Anführungsstrichen, und das Gemüse geerntet, was sich die Leute rangezüchtet haben. Ein Fall erinnere ich mich noch, der fuhr auf der Landstraße und plötzlich hört er so einen Knall an der Tür und guckt dann zu Hause nach, was da los ist, findet er ein Loch in der Tür, dann macht er die Verkleidung ab und sieht, ah, da ist eine Patrone, fährt zur Polizei und die Polizei sagt, ja, das ist eine sowjetische Patrone, die haben offenbar da falsch geschossen. Da gab es einen Übungsplatz in der Nähe. Also gibt es sehr viel Anlass, um sehr kritisch auf die Sowjets und die Russen und den Kreml zu schauen. Dass das nicht passiert, hat meines Erachtens ein bisschen eine andere Ursache, die damit eigentlich gar nichts zu tun hat, nämlich ein Generalmisstrauen gegenüber der Bundesregierung, den Medien, den großen Medien, was dazu führt, dass nicht nur in der Frage der Migration jetzt praktisch geleugnet wird, was dort verbreitet wird, oder in der Frage der Corona-Pandemie, sondern es wird praktisch jetzt auch auf dieses Thema Ukraine-Krieg übertragen. Denen kann man sowieso nicht trauen. Und wenn Herr Scholz für die Ukraine ist, dann müssen wir eigentlich dagegen sein. Das ist, glaube ich, letztlich der Schlüssel für. Na, trotz also. Ja, trotz ist ein guter. Dann haben 1953 und 1989 die Ostdeutschen eigentlich zur Ehrenrettung der deutschen Demokratie beigetragen. Also man war nicht so ruhig, wie die autoritäre DDR-Führung das eigentlich wollte, und ist auf die Straße gegangen. Und heute gelten eigentlich gerade die Protestbewegungen im Osten so ein bisschen als demokratische Schmuddelkinder. Ist das gerecht? Wie kommt das? Oder gibt es da ein besonderes Sensorium für obrigkeitlicherseits verordnete Dinge? Also, dass man der Regierung in Berlin misstraut, das hat natürlich eine sehr lange Tradition in der DDR und die setzt sich da sozusagen fort. Auch, dass man gelernt hat 1989, dass man auf die Straße gehen muss, wenn man was verändern will. Das ist sicherlich auch eine wichtige Erfahrung. Insofern ist es interessant, dass Sie diese ungleiche Bewertung jetzt ansprechen. Die Helden 53, die Helden 89 und die Schmuddelkinder 2023. Ich glaube, dass dieses Ossi-Bashing, wie man da neudeutsch manchmal zu sagt, nicht zielführend ist, sondern man muss schauen, warum protestieren die Menschen, was stört sie und wie kann man diese Missstände beheben. Offensichtlich gelingt das nicht zufriedenstellend, wenn man sich die Umfragewerte der AfD in Thüringen und Sachsen anguckt. Ja, weil es eben eine Politik ist, die per se große Teile der Bevölkerung ausgrenzt und sagt, die sind auf dem Holzweg und noch schlimmer, die sind rechtsradikal oder Verschwörungstheorien. Mhm. Wir haben ja in den letzten Jahren ganz neue Begriffe in die politische Kommunikation eingeführt. Covid-Idioten, Verschwörungstheoretiker, Nazis gibt's schon länger. Mhm. Aber so Worte, die kannten wir früher gar nicht und die dienen eigentlich nur dem einzigen Zweck, den anderen quasi aus dem Diskurs zu schmeißen, ihn so zu diskreditieren, dass man mit ihm nicht mehr reden muss. Das löst natürlich nicht den Unmut auf. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass Ostdeutsche die besseren Demokraten sind? Das ist schwer zu entscheiden, was ist da das Kriterium.
Was mir an den Westdeutschen immer gut gefallen hat, ist diese lange Tradition des Bürgerengagements. Wenn ich Vorträge halte, zum Beispiel in Westdeutschland, da ist immer der Saal voll, weil das sozusagen antrainiert ist, dass man eben auch mal zu einem Vortrag geht. Im Osten ist es eher schwieriges Terrain. Und auch, dass man eben, wenn man sich über was aufregt, dass man dann eine Bürgerinitiative gründet oder irgendwo anruft und sich beschwert. Das hat mir am Westen immer gefallen. Das ist ja auch demokratisch. Aber jetzt bei den großen Themen, da ist es natürlich dann schon auffällig, dass also zum Beispiel in der Migrationspolitik, die ja wirklich große Probleme auslöst, der Westen eher sich wegduckt. Wir sehen hier gerade die Demonstration für das Friedensmanifest von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Wie ist es denn um die Meinungsfreiheit heute bestellt? Sie als Historiker machen sich ja wahrscheinlich auch ein Bild über die Gegenwart. Ja, das ist ja das Schöne, dass man als Historiker immer zurückschauen kann, wie war das früher? Und wenn man dann so die Gegenwart verfolgt, da hat man dann immer so Aha-Effekt. Ah, das hatte ich ja schon mal und das gab's doch da schon mal. Und in der Tat gibt es Dinge, die, wo ich denke, das sind beunruhigende Parallelen. Das ist für mich vor allem ein Punkt, nämlich die Angst, seine Meinung zu sagen. Das ist ja auch ein interessanter Punkt. Ja, 60% der Deutschen sagen, man könne nicht zu jedem Thema frei reden. Das ist ja kein guter Befund eigentlich. Ja, das ist ganz furchtbar, weil die Demokratie lebt doch vom Widerspruch und von der Meinungsfreiheit. Und dieses Ausgrenzen von Meinungen, die einem nicht gefallen, das ist eine ganz, ganz problematische Tendenz und ist auch kontraproduktiv, weil Entwicklung gibt es nur durch Widerspruch. Das hat schon Karl Marx gelernt. Also die Dialektik, die dann eben auch den Prozess des Fortschrittes in Gang bringt. Wenn ich den Widerspruch ausschalte, dann wird es da wie in der DDR und am Schluss sitzt da ein Herr Honecker 16 Jahre oder wie viel an der Macht und alles bleibt beim Alten. Aber woher kommt dieses Ausgrenzen? Das Interessante ist ja, dass in der DDR und im gesamten Ostblock ein autoritäres Regime sozusagen den mentalen Gleichschritt gefordert hat. Also man hat mit allen Organisationen die Menschen gegängelt, man hat sie in jeder Hinsicht ideologisch bedrängt. Und dass man dann als Bürger sagt, ja, hältst du lieber den Mund, kann man notfalls verstehen, keine Nation ist eine Nation von Helden. Aber wie organisiert sich heute dieser Konformitätsdruck? Wie funktioniert dieses Ausgrenzen? Sind das ähnliche Mechanismen? Ja, gut, dass Sie den Unterschied auch ansprechen, weil es gibt eben keine Stasi, die darauf aufpasst, was Sie abends am Abendbrottisch erzählen, sondern es sind andere Mechanismen, die aber eben nicht weniger problematisch sind. Und das ist vor allem sozialer Gruppendruck. Das sind Leitmedien, die bestimmte Argumentationsmuster festigen und andere ausgrenzen. Und das ist auch eine Art, wie soll ich sagen, so eine Tendenz zum Kollektiv, sich irgendwie einzufügen, nicht anzuecken, nicht aufzufallen, die ich ganz furchtbar finde. Also wenn mir jemand widerspricht, das ist doch für mich eine Freude, weil ich dadurch nachdenken muss, vielleicht habe ich ja gar nicht recht. Nun trifft man im Osten heute viele Leute, die sagen, ja, das ist alles wie früher, nur anders. Fühlen sich beispielsweise durch den doch grassierende Idee von den Quoten ein bisschen an die DDR erinnert. Da gab es eine Arbeiterquote zum Beispiel. Als ich zum Gymnasium kommen sollte, sollten das vornehmlich Arbeiterkinder sein. Und nur weil ein Arbeiterkind ausschied, hatte ich dann die Chance, dahin zu kommen. Also das Herbeiführen einer bestimmten gesellschaftlichen Konstruktion mittels einer mechanischen Quote. Wir sagen so, wie die Gesellschaft sein soll. Wir haben witzigerweise eine Rückkehr zur Planwirtschaft. Das heißt, wir planen jetzt, 2035 ist der Verbrenner weg. 2030 wollte der Volksentscheid, soll in Berlin Klimaneutralität herrschen. Das heißt, wir beschließen die Zukunft eigentlich schon wieder in handlichen Kapiteln, so wie das die SED-Parteitage damals getan haben. Nur will ich die SED nicht mit den heutigen Beschlüssen vergleichen. Aber dieses
Beschließen von Zukunft in Planetappen ist doch irgendwie eine seltsame Sache. Und das Interessanteste ist, sind sogenannte Meldestellen für zum Beispiel queerfeindliches oder antifeministisches Verhalten unterhalb der Kriminalitätsschwelle. Also da werden Daten gesammelt für Dinge, die nicht strafbar sind. Können Sie verstehen, dass Ostdeutsche da sagen, naja, bitte, kommt ja doch alles wieder? Ja. Also, das ist ja so ein Schlagwort geworden, DDR 2.0. Das finde ich nicht zutreffend, weil wenn ich jetzt hier aus dem Studio gehe, muss ich keine Angst haben, dass mich einer mitnimmt und irgendwie nach Hohenschönhausen bringt. Das ist der entscheidende Unterschied. Aber es gibt natürlich Tendenzen, die eben ein, wie soll ich sagen, Einschnüren der Demokratie verstärken und auch eine Tendenz, dass die Wirtschaft nicht mehr frei sich entfalten kann, sondern tatsächlich planwirtschaftliche Züge bekommt. Das ist vor allem in der Energiepolitik der Fall, wo die Politik praktisch beschließt, welche Energie wir verbrauchen dürfen und was die kostet. Da gibt es überhaupt keinen richtigen Markt mehr. Das ist aber auch in anderen Bereichen. Sie haben das Beispiel mit der Quote angesprochen, der Arbeiterquote in der DDR. Das ist eine interessante Parallele. Wenn also der Staat anfängt, auch Mandate zum Beispiel in Parlamenten nach bestimmten äußeren Merkmalen zu verteilen, das finde ich, das ist undemokratisch und es setzt sich eben nicht mehr Qualität und Leistung durch. Meine Cousins und Cousinen in der DDR durften alle nicht Abitur machen, durften alle nicht studieren, obwohl sie alle Klassenbesten waren, sondern es setzt sich eben durch, wer quasi auf diesem Ticket fährt. Und das ist auch fürs Land einfach eine sehr schlechte Entwicklung. Das ist ein gutes Stichwort, die fortgesetzten Bemühungen, Parität in Parlamenten herzustellen zwischen den Geschlechtern. Aber es ist ja absehbar, dass das nicht nur auf die Geschlechter beschränkt sein dürfte. Ist ja eigentlich auch so eine Sache, die es ein bisschen an DDR erinnert. Das andere, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, es gibt ja in der Europäischen Union diese sogenannten Taxonomien, welche Kapitalströme gut sind, nämlich zum Beispiel in grüne und erneuerbare Energien und welche schlecht sind. Beispielsweise bis vor kurzem war das Verteidigung. Jetzt haben wir durch die Ukraine gelernt, dass Verteidigung vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Also das ist schon ein interessantes Thema und ich glaube an vielen Stammtischen in Ostdeutschland immer wieder zu hören, während ich auch im Westdeutschland auf große Allergien stoße, wenn das thematisiert wird, weil man dann immer sagt, ja, aber er wird ja nicht erschossen, wenn er an der Grenze steht. Aber dann den Mund zu halten, weil man Angst hat, ist auch keine schöne Sache. Ja, aber es gibt auch den umgekehrten Prozess, dass der Ostdeutsche dann den starken Mann fordert und da muss mal durchgegriffen werden, also eher die autoritäre Lösung und der Westdeutsche sagt, lassen wir das mal diskutieren sozusagen. Das würde ich jetzt gar nicht so sehr nach Ost und West unterscheiden, sondern es gibt eine Tendenz der Verstaatung von Gesellschaft, die nicht gut ist und die in der EU sehr stark zu spüren ist und zu sehen ist, die die Wirtschaft sehr stark betrifft, die Parlamente, inzwischen aber auch Bereiche wie die Meinungsfreiheit, Sie haben das gerade angesprochen, mit diesen Meldestellen. Also das ist schon eine beunruhigende Tendenz, dass die Bürger aufgefordert werden, da telefonisch oder im Internet Meldung zu erstatten, anonym. Man weiß nicht, was damit passiert und die Empfänger sind dann auch noch NGOs, die durch niemanden kontrolliert werden, also Organisationen, die durch niemanden kontrolliert werden. Ich weiß nicht, wohin das alles führen soll. Mir macht es Angst. Das ist ein bisschen so, als wenn neben dem Flensburger Verkehrsregister noch eines aufgemacht würde, wo man dafür registriert wird, wenn man nicht zu schnell gefahren ist, aber es sah schon verdammt bedrohlich aus. Egal. Ich meine, dass es staatliche Regulierungen geben sollte, das wird jedem einleuchten, der irgendwo wohnt und gerne möchte, dass, sagen wir mal, der Müll da nicht auf der Straße rumliegt oder dass die Häuser einigermaßen einheitlich irgendwo gebaut werden, nicht wie in anderen Ländern, irgendwie jeder baut, wo er will und was er will. Aber dieser Staat, und das hat ja schon Max Weber beschrieben in seiner Bürokratiekritik, der wuchert, der will sich immer mehr aneignen.
Und am Ende bleiben wir auf der Strecke. Sie sind Historiker, nun ist dieser Tage gerade Angela Merkel mit einem schon historischen Orden ausgezeichnet worden. Wir sehen es hier gerade. Das ist das Großkreuz zum Bundesverdienstorden in einer Sonderausfertigung, die bislang nur Konrad Adenauer, der Vater der Westbindung, und der Kanzler der Einheit Helmut Kohl bekommen haben. Also eine interessante historische Linie, die da gezogen wird. Ist das aus Ihren Augen berechtigt? Also erstmal muss ich sagen, ich bin ordenallergisch, weil ich so lange mich mit der Stasi beschäftigt habe. Und dann sehe ich immer hier dieses Lametta, wie das früher hieß in der DDR, wo die sich dann also diese Orden alle dran heften. Und einer alle 2 Jahre bekam man einen neuen. Auch Putin hat ja hier 2 Orden bekommen in der DDR. Also ich halte davon ehrlich gesagt überhaupt nichts, dass der Staat solche Auszeichnungen vergibt. Aber das ist meine möglicherweise Berufsschädigung in dieser Frage. Was jetzt diesen Orden anbetrifft und die damit konstruierte Linie von Adenauer zu Kohl zu Merkel, kann ich nur die Kritik vieler anderer Beobachter teilen, dass das A zu früh ist, weil man das noch gar nicht abschätzen kann richtig, was sie bewirkt und vor allem, was sie nicht bewirkt hat. Und das, was wir jetzt sehen, Russlandpolitik, aber auch Energiepolitik und Migrationspolitik, spricht also nicht gerade für historische Größe. Ganz im Gegenteil, wir löffeln die Suppe jetzt aus, die, wenn man so will, Frau Merkel uns eingebrockt hat. Was ich an ihr immer geschätzt habe, war dieses Unprätentiöse. Ich habe sie auch öfters mal getroffen und sie ist nicht korrumpierbar gewesen, nach meinem Eindruck jedenfalls. Sie ist sehr unprätentiös, also nicht so wie so ein Gerhard Schröder, so ein Elefant da. Oder auch Helmut Kohl war ja schwierig im Gespräch, mit dem habe ich mich auch ein paar Mal getroffen. Bei ihr war das sozusagen menschlich. Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass man Probleme nicht so anfasst, wie man sie anfassen müsste. Das ist eine interessante Beobachtung, die wir im Laufe der Jahre eben auch in verschiedenen Redaktionen bei Umfragen gemacht haben, dass die Menschen den Menschen Angela Merkel komplett trennen von ihrer politischen Bilanz. Also geschätzt wird sie von einem großen Teil der Menschen noch immer wegen ihrer Allürelosigkeit, ihrer Uneitelkeit. Das ist sehr schön, nur solche Orden bekommt man eigentlich für den politischen Hauptjob und nicht dafür, dass man ein netter Mensch ist. So ist es, sonst müssten wir beide auch einen bekommen. Und zwar da den. Da warte ich seit langem drauf, wobei ich glaube, man muss sich den mit einem großen Band umhängen. Das möchte ich mir so weit erstmal noch nicht vorstellen. Es gibt eine ganze Menge offene Fragen zum Lebenslauf von Angela Merkel. Und ich habe mich vor einiger Zeit mit dem früheren Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, drüber unterhalten. Und wir können da mal reinschauen, was er dazu sagt. Nun gibt es auch in der Union immer wieder Geraune. Es müsste noch irgendwas in den Schubladen liegen über Angela Merkel. Manche spekulieren, dass Putin irgendwelche Papiere hätte. Sie als früherer Geheimdienstchef, wissen Sie da mehr? Also, ich glaube, Frau Merkels Vergangenheit ist, wenn man sich den Lebenslauf anschaut, noch nicht ganz aufgeklärt. Man kann sicherlich noch vieles aufklären über die Zeit in der DDR, auch über ihre Familie. Wenn man sich überhaupt ihre Biografie anschaut, über mich als Person weiß man viel, viel mehr als über ihren Mann, über ihre Vergangenheit, was hat sie gemacht an der Akademie der Wissenschaften, Zentralinstitut für Physikalische Chemie, was hat sie während ihrer viel zu langen Promotionszeit gemacht, warum war sie an der Danziger Leningwerft gewesen, wieso konnte sie ohne Visum in die Sowjetunion, das sind alles Themen, die hochinteressant sind, spannend sind, die aufgearbeitet werden müssen und wo letztendlich dann auch viele Fragen, die sich viele, viele Leute in Deutschland stellen, beantwortet werden können. Können Sie als Kenner von Archiven und Dokumenten da irgendwas zur Aufklärung beitragen? Also ich habe mich ja lange mit Frau Merkel beschäftigt. Leider gibt sie nicht das Einverständnis, dass man die über sie vorhandenen Stasi-Unterlagen sehen kann. Da warte ich immer noch auf den Journalisten, der seinen Verlag dazu bewegen kann, dagegen zu klagen, weil ich glaube, dass das zu Unrecht verweigert wird.
Und was ich dabei festgestellt habe, ist, dass an den Gerüchten, die es so gibt, nichts dran ist. Das ist alles heiße Luft und zum Teil einfach auch falsch. Da wird zum Beispiel behauptet, dass ein Foto von ihr nicht freigegeben worden sei und das sei also quasi ein Beweis dafür, dass sie selbst bei der Stasi war, so ähnlich. Geistert das im Internet herum. Ich habe mir das genauer angeguckt. Dieses Foto gibt es, das klebt auf ihrem Führerschein, der im Internet veröffentlicht ist. Und das ist das normale Passfoto gewesen, was in der Meldestelle von ihr hinterlegt war. Viele offene Fragen, das kann man sicherlich so sagen. Aber als Historiker bin ich auch es gewohnt, dass man Fakten belegen muss. Und ich habe auch mit Hans-Georg Maaßen mal darüber diskutiert. Er sagte, wir hätten sie nie bei uns eingestellt, weil zu viele Verdachtsmomente gegen sie sprechen. Da habe ich gesagt, als Historiker kann ich nicht mit Verdacht arbeiten, sondern ich muss es belegen können. Und wenn es keinen Beleg gibt, dann kann ich das auch nicht behaupten. Sie haben einen großen Beitrag in der FAZ darüber geschrieben, dass Angela Merkel zumindest nicht, wie unterstellt, IM Erika gewesen ist. Aber was glauben Sie, warum verweigert sie die Herausgabe ihrer Akten? Welche Erklärung könnte es dafür geben? Also die Unterlagen, die sie betreffen, können keine Unterlagen sein, die belegen, dass sie bei der Stasi war als Mitarbeiterin. Sonst müssten die rausgegeben werden. Sie können nur Unterlagen sein, die sie persönlich betreffen. Und da hat jeder Mensch das Recht darauf zu sagen, das will ich nicht, dass da andere Leute reingucken. Als Bundeskanzler ist es natürlich schon vielleicht ein bisschen was anderes. In den USA wird das ja anders gehandhabt. Da muss der Präsident sehr vieles offenlegen. Mich hat auch immer gewundert, dass das die Medien so akzeptiert haben. Diese Haltung will ich nicht, mache ich nicht und das war's. Ich kann, weil ich die Unterlagen nicht kenne, nur darüber spekulieren, warum sie das nicht will. Wenn man es wohlmeint interpretiert, sagt sie, ich will meine Privatsphäre einfach schützen. Wenn man es bösartig interpretiert, sagt man, da steht irgendwas drin, was sie nicht will, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Also Fragen bleiben da offensichtlich offen. Angela Merkel selbst hat in den letzten Jahren ihrer Kanzlerschaft so eine 70-Jahre-Theorie entwickelt, wonach die Menschheit gewissermaßen alle 70 Jahre die Lehren aus der schmerzhaften Vergangenheit vergisst. Sie hat das angefangen beim Augsburger Religionsfrieden 1555 und knapp, also um die 70 Jahre später begann der 30-jährige Krieg und rechnet das dann bis zur Gegenwart hoch. Da fällt auf, 70 Jahre ist der Zweite Weltkrieg, gut 70 Jahre her. Wir haben jetzt 70 Jahre Volksaufstand. Was halten Sie von der Theorie? Ist da so etwas dran? Wächst sich mit jeder Generation das aus, was man vorher an historischen Lehren gelernt hat, oder ist das Schamanentum? Ich wusste gar nicht, dass Frau Merkel sich auch als Historikerin betätigt. Also sie hat mit großer Hingabe die Schlafwandler von Clark gelesen. Ah ja. Also die Staatsräson der Bundesrepublik, dass es eine ewige Erinnerung, ein ewiges Gedenken an den Holocaust geben muss, das ist sicherlich eine Illusion. Weil einfach durch das Nachwachsen neuer Generationen und das Sterben der Älteren dann irgendwann ein Thema nicht mehr so wichtig ist, keine große Rolle mehr spielt. Das kann man gar nicht aufhalten, selbst wenn man da sehr viel gegen tut. Ich finde es oft schade, weil man ja in der Politik im Grunde genommen nur aus der Vergangenheit lernen kann. Ich kann ja nicht irgendwie so ein Laborexperiment machen, ein bisschen Verstaatlichung, ein bisschen, keine Ahnung, noch irgendwas Salz dazu, ein bisschen Repression oder was auch immer man sich da ein... Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, sondern ich kann nur zurückschauen in die Geschichte und da gibt es eben ziemlich viel zu lernen, auch wie Diktaturen entstehen. Wo man aufpassen muss, wie Ideologien auch die Gehirne vernebeln können. Wenn ich plötzlich denke, ich habe hier quasi einen historischen Auftrag, irgendwas zu erreichen und dafür muss ich auch oder darf ich auch Gewalt anwenden, dann ist man ganz schnell eben in diesen totalitären Bewegungen mit all den Folgen, die das hatte. Sind wir da gerade in einer Gefahr? Also diese Gefahr ist ständig da.
Das hat man ja auch 1933 gesehen, wie schnell das ging. Im Vierteljahr war Deutschland sozusagen gleichgeschaltet, ging ganz schnell. Aber solche Bewegungen wie die Klimakleber würden Sie jetzt nicht zur RAF Parallelen ziehen? Also noch habe ich den Eindruck, dass das keine wirkliche Gefährdung für die Demokratie ist. Es ist sehr nervig und ärgerlich, es ist auch illegitim, weil es eine Selbstermächtigung ist. Und da ist das Problem. Wenn ich selbst sage, ich darf mich dazu ermächtigen, anderen vorzuschreiben, wie sie sich verhalten sollen und was die Politik machen soll. Das ist genau eigentlich der Nukleus totalitären Denkens, die Selbstermächtigung. Dass ich nicht mehr die Gesellschaft frage und abstimmen lasse, sondern ich mich selbst für etwas Klügeres halte und sage, ich weiß, was für euch gut ist. Zum Schluss haben wir noch einen kleinen Videoausschnitt von Angela Merkel, einer der letzten Rede zur deutschen Einheit, die sie gehalten hat. Da können wir mal reinhören. Bis heute, davon bin ich überzeugt, wird zu wenig gesehen, dass die Wiedervereinigung für die allermeisten Menschen in Westdeutschland im Wesentlichen bedeutete, dass es weiterging wie zuvor. Während sich für uns Ostdeutsche fast alles veränderte. Politik, Arbeitswelt, Gesellschaft. Und wer vorankommen wollte in seinem Leben, musste sich natürlich mitverändern. Jede und jeder kann nach 31 Jahren deutscher Einheit eine eigene persönliche Bilanz ziehen. Mit dem Ende der DDR und mit der endlich gewonnenen Freiheit, sein Denken und Leben selbst bestimmen zu können, gingen so viele neue Chancen einher. Das war und ist die eine, die wunderbare Seite. Zugleich aber fanden sich nicht wenige, die ihren Weg in der völlig neuen Lebensumwelt zu gehen versuchten, in einer Sackgasse wieder. So manche berufliche Fähigkeit, die früher gefragt war, zählte plötzlich wenig oder gar nicht mehr. Das war die andere Seite. Tja, Merkel sagt, die Ostdeutschen mussten sich verändern. Sie mussten sich, wie sie es beschreibt, auch anpassen. Ist das möglicherweise ein Grund dafür, dass man Veränderung als Anpassung empfindet im Osten und dass man widerstrebend darauf reagiert, wenn der Staat einem etwas vorschreibt? Also das ist ja so ein Trend jetzt bei Frau Merkel in den letzten Jahren gewesen, dass sie da sozusagen die Ostdeutschen bedauert hat, wie schwer sie es nach der Wiedervereinigung hatten. Ich finde das ziemlich problematisch, um nicht zu sagen deplatziert. Wenn ich nach 40 Jahren Diktatur endlich das machen kann, was ich will, mein Leben selbst bestimmen kann, dann dafür bemitleidet zu werden, auch gerade im Vergleich zu den anderen ehemaligen sozialistischen Staaten, ist das schon sehr merkwürdig, finde ich. Und das wird jetzt ja auch bald in Beton gegossen, dieses Konzept. Und das macht mich doch einigermaßen fassungslos. In Halle soll ja ein großes Zentrum gebaut werden. Für 200 Millionen Euro soll allein der Bau kosten und 50 Millionen der Betrieb pro Jahr, wo man diese Leidenszeit der Ostdeutschen thematisieren will. Also ich glaube, stolz auf diese erfolgreiche Revolution und auf die Wiedervereinigung des Landes, der sieht anders aus. Und da kann man natürlich fragen, wo kommt das her bei ihr, nicht? Dass sie da plötzlich diese Welle fährt und den Herrn Platzig ausgerechnet beauftragt, da so ein sogenanntes Zukunftszentrum auf die Beine zu stellen, mit eben dieser sehr merkwürdigen Botschaft. Wollen wir mal gucken, was draus wird. Letzte Frage. Viele Debatten, viele Konflikte sind heute eigentlich, werden mit großer Unversöhnlichkeit geführt. Also wir haben den Streit um die Corona-Politik, wir haben den Streit um die Ukraine-Politik, wo die Lager relativ feststehen. Wir haben eine relativ verbissene Debatte um die Rechte von Transmenschen. Klimaschutz wird geradezu militant auf den Straßen ausgefochten. Was eint eigentlich die Deutschen noch? Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Wenn Sie in Urlaub fahren, da sind Sie dann plötzlich alle nur noch Deutsche. Und da ist es dann ganz egal, ob man für oder gegen Klimaschutz ist, wenn Sie irgendwo im Hotel in der Türkei oder wo auch immer sind.
Vielleicht müsste man die Deutschen mehr Urlaub verordnen, damit sie mal wieder spüren, dass sie doch eigentlich ein Volk sind und dass sie vieles verbindet. Die Sprache, die Vergangenheit, die Kultur. Und natürlich sollte man das auch fördern. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist eben auch die Erinnerung an historische Ereignisse, die wichtig waren für das Land. Und da ist der 17. Juni, um nochmal auf das Ausgangsthema zurückzukommen, wirklich ein guter Anlass. Das war eine großartige Revolte für Demokratie in Deutschland, von denen es nicht viele gegeben hat. Und wenn man das stärker auch wie soll ich sagen, in der öffentlichen Debatte, auch im eigenen Bewusstsein sich damit mehr beschäftigen würde, dann würde man, Mensch, das haben wir damals gut, oder unsere Vorfahren sozusagen, die waren gut drauf. Und dann hat man auch Grund, sich also stolz zu sein, seiner eigenen Identität bewusst zu werden, zufrieden zu sein. Haben Sie vielen Dank. Das war Schuler fragen, was ist, mit einem spannenden Gespräch mit dem Historiker Hubertus Knabe, der uns erklärt hat, welche blinden Flecke es noch gibt in der Vita von Angela Merkel, der zum 70. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR ein spannendes Buch geschrieben hat und die Parallelen zieht zur Gesellschaft von heute. Herzlichen Dank. Gern geschehen.